Hey Leute, heute ist Ostern, also wir haben gerade heute Samstag und es sind Ostertage und anlässlich dieser Tage mache ich mal was für euch, ein Übungsvideo oder ein Inspirationsvideo mit Rasseleiern. Ja. Ich habe sehr viele hier, ja. Also Rasseleier, ja. Das ist ein Ei, wo Steinchen oder kleine Kügelchen drin sind. Und ich zeige euch mal ein paar Dinge, die ihr damit machen könnt. Das ist echt cool. Und zwar, ich fange mal mit einem Ei an. Du nimmst das in deine Hand, drei Finger oben drauf, unten der Daumen. Dann guckt es zu dir, das Ei. Und dann schägst du mal deine Hand, ja. Die schüttelst du mal so vor und zurück. Das ist vielleicht der Anfangsrhythmus, womit du einsteigen kannst. Und so weiter und so fort. Ja, ich mache es mal wieder langsamer. Und nun kannst du den Sound verändern, indem du deine Hand, jetzt ist hier offen, guck mal so, meine Hand ist offen. Jetzt schließt du mal deine Hand. Merkst du, da klingt es ganz anders. Offen, geschlossen. Offen, geschlossen. Offen, geschlossen. Offen. Und so hast du schon mal einen echt coolen Rhythmus, ja, einfach indem du den Sound veränderst. Und das kannst du natürlich variieren mit deinen ganz eigenen Rhythmen, aber das einfach das Öffnen und Schließen bringt schon so viel Veränderung. Und dann hat das Ei ja diese Form und es klingt ganz anders, wenn du das so schüttelst, als wenn du es für hochkant nimmst und für so schüttelst. Seitwärts. Ich hoffe, das hört man so gut über das Video. Oder für längs. Klingt ganz anders. Kannst du auch mal so drehen, in die Länge. Ich mach's mal so von der Seite, oder? So, ja. Längs, Seite, längs, Seite. Wap, 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 wap. Dann gibt es eine kleine Betonung da drauf, wenn du sie drehst. Da, die, da, da, die, da, die, da, die, da, die. Okay, so, nun kommen wir zu dem zweiten Ei. Beide mal rasseln. Ihr merkt schon, ich mache da immer mal eine Veränderung. Jetzt spiele ich mit links einen anderen Rhythmus. Was für ein Eiertanz, oder? Mega, oder? Da kann man so viel machen mit diesen Eiern. Also viel Spaß beim Spielen. Yes. Die gibt es überall im Netz zu kaufen. Die Läden haben wir gerade nicht geöffnet, deswegen wirst du die wahrscheinlich irgendwo bestellen können. Oder du kommst einfach bei mir in der Trommelschule vorbei. Ich habe auch Eier da. Ganz viele. Kannst auch bei mir welche kaufen, ja. Dann wünsche ich dir ein schönes Ostern.
Und das Gute ist, dieses Geraschle, was auch gut ist, neben der Musik, kannst du auch dein Energiefeld reinigen, ja. Es entspannt deine Aura, Rasseln ist äußerst entspannend. Es wird da gesagt, dass ein Baby im Bauch, wenn es noch drin ist sozusagen, die Sprache der Menschen als Rasseln hört und den Herzschlag als der Herzschlag der Mutter als Trommel, wie eine Trommel, ja. Also du hast Bum Bum und Gerassel. Also es, man kann da einiges entdecken. Ja. Es befreit, du kannst dich befreien mit der Rassel, du kannst herrliche Musik machen. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Viel Spaß.